GLS Paketdienst Story Part 2. Der Fahrer hatte keinen Bock zu klingeln, ist einfach weitergefahren und im Status stand, Empfänger konnte nicht angetroffen werden. Roll ich mal an. Moin, meine Mama in der Family. Minimale Zusammenfassung. Paket sollte ankommen. Ich hatte Live-Tracking an. Ich habe gesehen ungefähr, wo das Auto ist. Und dann war es auch irgendwo vor meiner Tür und dann ist einfach weitergefahren und hat quasi nicht geklingelt. Ich war zu Hause, extra wegen diesem Paket. GLS, es nimmt einfach kein Ende. Ich bin jetzt in einem von zwei Orten, die ihr mir angegeben habt, wo das Paket hinterlegt wird. Ergänzung dazu, der Support hat mir geschrieben, dass es an A ist. Aber in der App steht, es ist an B. Also ich schicke einen Blinden zu einem Ort und dieser Ort macht um 17 Uhr Feierabend. Also das heißt, ich darf nicht mal 8 Stunden am Tag arbeiten. Bei der zweiten Station angekommen, hier sagen die aber, da es irgendwie hier voll war, konnten sie die Pakete nicht annehmen und der Fahrer hat es woanders hingebracht. Also dann in der anderen Station, das, wo ich eben war. Danke GLS, wirklich, ihr regt mich komplett auf. Ich will eine Entschädigung von euch oder eine offizielle Entschuldigung von dem Chef von GLS persönlich, ey. Oder